ist kalt draußen. Die Reifen sind kalt, der Asphalt ist kalt. Der Panamera hat 630 Pferdchen. Jawohl. Servus, Matthias. Servus, Niki. Bist du auch dabei? Ja, was ein Zufall, dass wir uns hier heute am Lausitzring treffen, oder? Ja, sehr schöner Zufall übrigens. Ich habe da aus dem Augenwinkel da so oranges Gerät irgendwo gesehen. Ist ja ein Panamera, oder? Panamera Turbo S, 630 PS, 820 Newtonmeter, 3.1 auf 100. Mal fragen, Niki. Du hast vielleicht auch gesehen, mit was ich da bin. BMW M8 Competition Grand Coupé. 625 Pferdchen, 750 Newtonmeter und eine Beschleunigung von 3,2 Sekunden von 0 auf 100. Das wird ein sehr, sehr spannendes Duell, weil vom Gewicht her, von den Leistungsdaten, von den Endgeschwindigkeiten her, sind die Autos sowas von gleich auf, dass wirklich, also besser kannst du es nicht treffen. Die sind wie füreinander bzw. wie gegeneinander gemacht. Und es wird sehr, sehr spannend. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir werden es uns einschenken, dass alles zu spät ist. Niki gegen Matze. Und was wir jetzt als erstes machen, ist natürlich das Drag Race. Jetzt geht's zur Sache. Es ist natürlich so, die erste Challenge, da will man einfach gewinnen, weil der Punkt, wo einfach dann schon mal in der Hosentasche ist, mit dem kann man dann die ganze Sendung eigentlich durchreiten. Aber es ist halt so, holt man, ist man happy, holt man nicht, ist man schon unter Zugzwang. Es wäre jetzt toll, wenn ich schaffen würde, aber ich denke, der Matthias werde das gleiche denken. Bei der Viertelmeile ist schon der Porsche der Favorit, weil wir alle wissen, ja, Launch Control bei Porsche ist einfach eine Bank. Das Ding liefert immer. Okay, Matthias, also ich wäre soweit. Wie schaut's bei dir aus? Alles eingeschalten? So, Viertelmeile ready. Jetzt bin ich sehr gespannt, was passiert. Also auf dem Papier sind sie ja eigentlich gleich, ne? Also die Unterschiede sind ja wirklich minimal, sowohl was Leistung als auch Gewicht anbetrifft. Ganz genau, 5 Pferdchen auf deiner Seite. Mehr, also was ja wirklich nicht viel ist, wird eine ganz enge Kiste. Jo. Das wird sehr, sehr eng. So, das Gute ist, es geht um die Zeit, nicht wer als erster startet. 3, 2, nein. Boah, wow, was ist das denn? Wir haben Re-Spin gehabt, die Reifen sind noch kalt, das gibt's doch gar nicht. Boah, jo, der erste Ruck, zweiter Ruck ist schneller da drüben. Wir sind vorne. Jawohl, wir sind vorne. Jetzt kommt meiner, jetzt kommt meiner. Komm, Baby, komm. Da muss ich ganz ehrlich sagen, der Punkt geht wohl an den Matthias. Nein! Ich war vorne. Die Frage ist nur, ich bin auch einen Tacken vor Niki losgekommen. Mein Messgerät hat früher gestartet. Dementsprechend bin ich natürlich irgendwie, haben wir, glaube ich, die gleiche Zeit gebraucht. Also es ist wahrscheinlich ultra eng beieinander. So, Niki, jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Ich war auch am Start schon sehr gespannt. Also, ich würde sagen, wir sind nebeneinander wirklich losgeschossen. Also, da war wirklich nicht viel um. Aber genau. Durchs aber, Ziel war der Porsche auf jeden Fall eindeutig vorne. Ja, aber eben, du hast den zweiten Gang eingelegt. Da ist bei mir noch ein bisschen zu viel geregelt worden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat er einen wirklichen Punch nach vorne gemacht. Und dann war es eigentlich gleich. Karten auf dem Tisch, okay. Ich will sehen. Unter 15? Ja, jetzt hören wir auch mit dem, natürlich. Unter 12? Jo, unter 11,5? Ja. Ja. Unter 11,4? Nein. Yes! Flipp aus, das kann doch nicht sein. Yes! 11,405. 11,30, schieß mich tot. Das gibt es doch gar nicht. Ja, das gibt's eben schon. Yes! Ach, ich flipp aus. Ah. Der BMW M8 Competition Grand Coupé holt den ersten Punkt. Yes! Herzlichen Glückwunsch, Niki. Damit sind wir mittendrin. Wir haben aber noch 4 weitere Challenges. Genau. Und als erstes, als nächstes machen wir... Würde ich ganz ehrlich sagen, driften, oder? Danach kommt, wir konfigurieren uns arm.
Wir machen einen Preisvergleich, aber in die andere Richtung. Wer kann sein Auto teurer konfigurieren? Okay, und dann schauen wir aber mal wieder doch auf den Geldbeutel. Weniger Sprit verbrauchen. Wir drehen eine Runde mit 100 Kilometern, wer weniger verbraucht, ja, oder? Ist auch wichtig, weil es sind Langstreckenautos. Deswegen wäre es interessant zu wissen, wer gönnt sich mehr. Das letzte, die große Challenge, natürlich schnelle Runde. Genau, wir haben ja genügend Sprit gespart. Also genau, können wir wieder raus trompeten. Alles klar, hau mal raus. Niki, ich mach dich fertig, ciao. Ja, das glaube ich aber nicht. Schön, ja. Lass dich auf der Bremse dosieren. Das Schöne ist ja, ich kann am Bremspedal sogar auf Sport umstellen, dass also der Bremsdruck ein bisschen härter ist, was mir vom Motorsport ja auch ein bisschen entgegenkommt. Und da kann man dann schon ein bisschen das Rennstreckenfeeling mit drauf haben. BMW M8 Competition Grand Coupé. 625 PS, 3,2 Sekunden von 0 auf 100. Und das Ganze gibt es für einen Preis von 167.400 Euro. Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn, wie diese Hütte geht. Das ist nicht mehr feierlich. Ich meine, du sitzt hier in einem Auto, was rein theoretisch quasi ein Gegner ist vom 7er BMW oder von der S-Klasse. Und das Auto stiert hier lang, als wenn es ein Supersportwagen wäre. Einlenken, Bremsverhalten, das ist wirklich präzise, dass alles zu spät ist. Porsche Panamera Turbo S, 630 PS, 3,1 Sekunden von 0 auf 100. Grundpreis 184.385 Euro. Als Challenge 2 kommt jetzt Drift. Wir haben uns jetzt auf dem Lausitzring eine Kurve rausgesucht. Die ist relativ weit, aber hat es dann doch in sich. So, Niki, jetzt geht's ums Ganze. Ja, ums fast Ganze. Ja, nee, weil jetzt geht's nicht mehr nur darum. Ne? Beim Beschleunigungsrennen geht's ja nur darum, was können die Autos. Mhm. Jetzt geht's natürlich auch darum, was können die Männer. Es geht um die Skills sozusagen und Driften ist angesagt. Da wird ausgelöst. Genau. Und da hinten im Optimalfall hört der Drift irgendwann auf. Sollte ja wieder aufhören, aber wir haben ja unterschiedliche Fahrzeuge. Genau. Beim M8 Competition weiß ich, ich kann umschalten auf Heckantrieb. Dein Fahrzeug ist ja so das Neuere. Porsche wird sicherlich nachgelegt haben. Nein, das ist ein Auto, was für Traktion gemacht ist. Da kann man den Allradantrieb leider nicht ausschalten. Für den Fall leider. Nichtsdestotrotz würde ich ganz ehrlich sagen, du fährst als Erster. Genau. Hier um das Eck rum dann 3 Versuche. Der Beste dann, zählt. Genau, den rollen wir dann ab, wie weit das ist. Und dann schaue ich, dass ich mehr als 3 Meter mehr schaffe. Gut, Niki, dann würde ich sagen, los bitte los, oder? Feuer frei. Matthias und Niki prüfen jeweils nach 3 Versuchen mit einem Streckenmessrad die Spuren nach. Die längste Spur gewinnt. So. Ah, Puls 5000. Das Driften wird sehr, sehr schwierig, denke ich, weil ich habe Allradantrieb. Ja, man kann mit Porsche Allradantrieben sehr, sehr gut driften, aber wahrscheinlich nicht so lange wie ein reiner Hecktriebler. Und der Niki hat eben den großen Vorteil, dass er seinen M8 umrüsten kann mit einem kleinen Tastendruck. Bums, hat er nur noch Heckantrieb. Er pendelt das Fahrzeug an, anpendelt und Feuer. Also das war jetzt mal nicht so schlecht. Jawohl, Herr Malmedy, das gibt eine 2 plus. Also das war jetzt so, mal ganz kurz einen kleinen Applaus beim Niki abholen. Bin gespannt, ob er es genauso sieht. Also come on, das war jetzt nicht so schlecht. Das war hervorragend. Yes! Das war sehr schön, winkeleinwandfrei, es war kein Schlenker drin, es war wirklich in einem Zug, es war ein Guss. Jetzt kommt die Nummer 2. Ja. Ah, mein kleiner Turbo, hä? Ich glaube, wir können noch brutaler in die Kurve reindriften. Versuch Nummer 2.
soll ich da sagen? Also, es ist 1A. Bisschen andere Linie, aber auch nicht schlecht. Einen haben wir noch. Es ist natürlich so, also der Matthias ist eine Bank beim Driften, also der haut eigentlich immer einen raus und man muss wirklich alles geben, um hier überhaupt seine Chance zu haben. So, ihr pendelt an und rein ins Eck und nochmal und jetzt geht's quer. Das war nix. Das war leider nix. So habe ich mir nämlich das die ganze Zeit vorgestellt. Nein, beim allerletzten Mal. Jetzt wird gemessen. Also, welchen fandst du am besten, Nicky? Der erste war schon gut, da gibt es eigentlich nichts. Der erste war gut und da bin ich auch ganz ehrlich mit zufrieden, weil mehr quer geht mit dem nicht. Ich würde sagen, von hinten fangen wir an, oder? Von hinten? Eieieiei. Jetzt müssen wir erst mal feststellen, welche von den Spuren das ist, ne? Ja, also es war schon eigentlich die längste. Also das da ist die äußere. Ja, das ist der zweite. Das ist der zweite und genau. Die innere, der breite da vorne, das ist die erste. Und die geht, wenn du mich fragst, so bis zur gelben Linie ungefähr. Genau. Oder? Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich würde sagen, hier so, oder? Ja, also sehr gerne. Ja. Ich würde sagen, ab der gelben meinetwegen, weil hier siehst du fast gar nichts mehr, ne, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Mach ab der gelben. Ich bin damit fein. Okay. Hast du genullt? Jo. Es laufen die Meter. 5 Meter. 6, 7, 8, 9. Im Fahrzeug geht es wesentlich schneller. Gell? Wenn wir an der Innenlinie bis zum Weißen gehen? Ja, mach das. Ist muss fair. Man ja, wenn, dann bleiben wir fair. Ist ganz logisch. Ja. Also dann haben wir 143,5. Das muss man natürlich schnell packen. Alter Verwalter, Matthias ist wieder mal über sich hinausgewachsen. Es ist wirklich nicht so einfach, wie es ausschaut, weil das ist schon meine Ansage, das zum Überbieten. Das wird schwierig, aber ich gebe alles und hoffe, dass ich das schon irgendwie rauszaubern werde. So, müssen wir das hier umschalten auf Zweiradantrieb. Ich habe das Ganze schon hinterlegt auf meiner zweiten M-Taste. Oh Mann, ey, macht er das so gut? Muss das sein? Ich bin natürlich aufgeregt jetzt, wenn der Niki fährt, weil es kann natürlich sein, dass er richtig einen raushaut und mich einfach in Grund und Boden driftet. Er kommt, er kommt, er kommt. Und raus geht's. Untersteuern! Yes, untersteuern! Und jetzt hat er wieder übersteuern. Also das war jetzt ungefähr so wie mein dritter Versuch. Geraucht hat's, schön war's nicht. Der Strich ist auch nicht länger. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Ja. Ich liebe es einfach nur, Niki. Ich weiß es, es ist gar nicht schön. Gar nicht schön, ich weiß auch nicht, was los ist. Es liegt daran, dass gerade Wettkampf ist. Ja, mit ja, dem Wettkampf gelten ganz andere Bedingungen. Genau. Hier gewinnst du das Rennen, Schatzi. Schaut nicht ganz so aus. Ich verkacke das Ganze, das gibt's doch gar nicht. Das war jetzt sehr, sehr gut, weil jetzt hat er nämlich das Problem, dass er liefern muss. Weil er hat jetzt nur noch 2 Versuche. Erster Versuch hat er vergeigt. Zweiter Versuch muss jetzt sitzen, damit er beim dritten Versuch noch mal die Möglichkeit hat, irgendwas auszugleichen, zu verbessern. Deswegen, jetzt ist der Druck richtig da. Das gibt es doch nicht, Grütze 5, ich habe echt keinen Bock mehr. Fix. Das ist auch nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das schaut wild aus, aber es ist nichts. Ich weiß es selber, dass es nichts ist. Außer Rauch war es nichts. Also der war jetzt mal okay. Du musst, glaube ich, mehr Mut haben. Ich gebe dir keine Tipps. Beim letzten Versuch und ich und Mut, das wird nichts. Gebe ihm noch keine Tipps, ey. Das muss er selber hinkriegen. Der große Rallye-Gott Niki Schelle. Ha? Das gibt's doch gar nicht. Aber es sieht einfach so sensationell aus. Alter Schwede, was hat er denn rausgezimmert?
Nee, da gibt's nichts zum Jubeln. Niki, die Frage ist, geht da durch oder nicht? Nein. Aber für die B-Note, Niki, zählt's auf jeden Fall. Geht nicht in die Punktwertung ein, aber wir messen einfach mal, oder? Ja. Hilft nichts. Wollen wir hintergehen? Ja, wir gehen dahinter. Hinten die zweite Kurve, Niki, sensationell. Wirklich großes Kompliment. Wenn du das durchgezogen hättest mit durchgehendem Strich, dann wärst du der Driftweltmeister, das würde ich niemals schlagen. So, und jetzt gucken wir einmal die Spur an und wir sehen, dass es wirklich bis auf 20 cm an die Grasnarbe rangegangen ist. Alter! Alter, ist das krass! Also hier ist die Spur am nahesten Punkt an der Grasnarbe, da waren die Auspuffendrohre wahrscheinlich hier. Gelernt ist gelernt. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber es riecht hier nach Gummi. Ja, so leicht nach Arbeit. Ne? Obwohl die Schwade wirklich weggezogen ist. Man müsste jetzt dann wirklich mal so schauen, wenn man so schaut, wie man schaut. Wenn man so schaut, dann schaut man und sieht, dass es unterbrochen ist. Beide Spuren sind tief schwarz. Genau. Wunderschön, sieht man von hier aus perfekt. Mhm. Welche willst du messen, links, ne? Weil er da der Radius dann weiter. Okay, ich nulle den Kilometerzähler. Und ab geht's. Dann geht's los. Meines Erachtens ist er hier nicht mehr zu sehen, weil nicht tief. Also 161,9 Meter und damit steht fest, Niki, der Punkt geht definitiv an dich und deine M8. Ja, Competition Gran Coupé. Damit steht 2:0, ich flipp aus. So, Niki, nächste Challenge. Konfigurier dich arm. Okay, bin ich schon. Bei mir ist schon rum. Also, wir wollen die Autos jetzt so hochpreisig in den Konfigurator reinstellen, wie es nur irgendwie geht. Mhm. Und derjenige, der sein Auto teurer hinkriegt, kriegt den Punkt. Warum? Ja. Je mehr du das Auto individualisieren kannst, sprich, je teurer es ist, desto schöner ist es am Ende. Ja, wenn du so ein Auto kaufst, dann willst du es ja genau so haben, wie du willst. Und wenn du es präziser konfigurieren kannst, dann ist es besser. Deswegen kriegt der Teurere den Punkt. Okay, also mein M8 Competition Gran Coupé kostet serienmäßig 167.400 Euro. Alles klar, dann machen wir mal auf. Außenfarbe? Oh, Individual Frozen Bluestone Metallic, 3.800 Euro, Götzing. Räder? Weil die Felgen schaut schlecht aus. 20 Zoll, größer geht's nicht. Die sind alle schon mit 20 und alle kosten halt nichts. Hast du keine 21 Zoll? Ja, was brauche ich denn die? Nur weil es besser ausschaut. Dann haben wir schon mehr Leder. Was nehmen wir denn in Sachen Leder? Dann nehmen wir natürlich Bicolor nehmen, oder? Merino und so Sachen. Kommt da was? 200? Ja, das kann ja nicht sein. Null. Das gibt's ja nicht. Voll Leder das erste, ist Inklu. Das erste Mal, dass ich sagen darf. Macht doch was. Das muss doch was kosten hier. Pakete. Drivers Package. Das kommt dazu. 2.450 Euro. Mit dem Drivers Package wird die Höchstgeschwindigkeit von den 250 auf 305 angehoben. Ein Muss. Meiner läuft 315. Genau. Und leider dann ist für 0 Euro. M-Carbon Exterior Paket 5.400. Parkassistent Plus für 800. Aktive Sitzbelüftung vorne 850 Euro. Sonnenschutzverglasung 519. Oh, 208.530 Euro? 208.530 Euro. Okay, wir fangen bei 184 da an. Sind 24.000 irgendwas Euro? Euro mehr, ja. Aber jetzt müssen wir ganz ehrlich sein, meine Aufpreisliste ist ja nur so ein kleiner Prospekt oder was gewesen. Bei dir sind es alle Harry Potter Bände bei Porsche. Was ist egal, gib her. 208.000, jetzt ist der Porsche dran. Porsche Konfigurator. So. Panamera Turbo S, 184.385 Euro. Den hätte ich gerne noch ein bisschen optimiert. Serienfarbe, Metallicfarbe. Also das hier ist Papaya Metallic übrigens. Das Papaya kostet 3.558,10 Euro. Ich nehme aber lieber hier blau. Ist das blau? Das kostet 3.558 Euro. Dann haben wir 21 Zoll 911 Turbo Design Räder 2. Boah, Junge, das wird richtig gut. Ich mache mir da so goldene Felgen drauf, Alter. Oh Mann, hör mal Alter, auf, 1779 Euro. Und 21 Zoll Exclusive Design Sporträder lackiert in Aurum Seidenglanz.
So, Innenfarben und Material. Da haben wir doch noch was. Lederausstattung, Clubleder. Guck mal, Trüffelbraun, 1.755 Euro. Sportsitze Plus, 1.404 Euro nehme ich. Ziernähte in abweichender Farbe, 3.677 Euro. Sitzmittelbahnen Leder in abweichender Farbe, 1.428 Euro. Ich flipp aus. Das kann ja wieder dauern. Panorama-Dachsystem, 2.000 Euro. Sportdesignpaket Carbon. Das braucht man. Für 7.021 Euro nehme ich das, glaube ich. Du, Matthias, ich gehe jetzt halt hoch und trinke einen Kaffee. Du kannst mir dann anrufen. Bring mir einen Kaffee mit. Das dauert noch 3 Tage. Feuerlöscher, natürlich, 148 Euro, safety first. Das ist krass. Ich habe jetzt wirklich übertrieben. Also, ja. 184.385 Euro war da? Basis. Ganz genau. Wir haben Extras. Im Wert von? Fast im Wert von 100.000 Euro. Ich habe aber alles genommen. Ich habe auch ein Lederpaket für Koffer und so. Ne? Und Kindersitze von Porsche und Warnwesten von Porsche. Ja, was man einfach so braucht. Was man einfach so braucht. Dachbox habe ich noch. Ja, genau. Alles. Alles. Der Gesamtpreis liegt bei 281.534 Euro und 24 Cent, Niki. Okay. Damit geht der Punkt an. Geht an den Matthias und an den Porsche. Matthias hat aufgeholt und es steht noch 2-1 für mich. Jetzt haben wir ziemlich viel Geld verprasst, jetzt wird gespart. Es geht um die Spritspar-Challenge. So, Niki, jetzt geht es um das Thema Effizienz. Genau, Spritverbrauch. Genau, also wir fahren 100 Kilometer ungefähr. Genau. Also ziemlich genau, 100 Kilometer. Sollten wir schon hinbekommen. Genau, ne? Wir fahren beide gleich. Genau, wir tanken jetzt hier voll. Ja. Und dann kommen wir wieder hierher, füllen wieder auf, sehen, was wir verbraucht haben. Genau, aber entscheidend ist der Bordcomputer. Wir nehmen zum Gegencheck natürlich noch den Tankinhalt, weil du weißt, Niki, wenn man da oftmals Ding, 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 Ding macht, kannst du noch ein paar Liter mehr reinhämmern. Genau. Deswegen Bordcomputer ist entscheidend. Was braucht denn deiner so normalerweise? Meiner ist auf 100 mit 10,8 angegeben. Und echt? Deiner? Oh, also bei mir ist natürlich jemand gefahren, der hat nicht drauf aufgepasst. Deswegen waren es 11,6. Aber wenn Niki Slowfeed Schelle fährt, jetzt ist natürlich doch nicht so. Jetzt ist er auf einmal Mr. Slowfeed. Ja, man muss ja umschalten können. Du wirst sehen, also ich mache das ganz soft und unterbiete es locker. Okay, los, volltanken. Genau. Und dann geht's los. Der Versuchsaufbau ist eigentlich ganz einfach. Wir fahren beide 100 Kilometer. Exakt wollen wir es treffen. Wir werden hintereinander herfahren, aber immer mal wieder abwechseln, wer vorne fährt, damit halt keiner im Windschatten dauerhaft irgendwie hinterher eiern kann. Und dann werden wir auf der Autobahn so fahren, wie man normalerweise fährt. Also auch mal durchbeschleunigen bis 240. So viel können die Winterreifen. Und ansonsten fahren wir viel Landstraße, natürlich auch Stadtverkehr. Aber es ist ein schöner Drittelmix, so wie man das macht. Und dann am Ende wissen wir, wer verbraucht weniger. Servus, Niki. Ja, alles gut, hä? Jawohl. Hast du genullt? Ich hab soweit genullt. Genau, bei mir auch. Durchschnittsverbrauch 0, Geschwindigkeit 0. Aha. Können wir dann los, oder was? Wir starten. In beiden Viertürern stecken jeweils 8-Zylinder-Motoren mit 2 Turboladern und weit über 600 PS. 4,4 Liter Hubraum hat der V8 im BMW, 4 Liter im Porsche. Wie viel kostbares Super Plus werden sich die Dinger auf 100 Kilometer wohl reinziehen? Also ich bin schon wirklich sehr überrascht über das Auto. Also klar fahre ich jetzt vorsichtig und ich habe noch nicht einmal 630 PS benutzt. Aber mein Durchschnittsverbrauch liegt bei 9,7 Litern. Okay, ich bin jetzt bei 10,7. Also auch unter Werksangabe. Genau, es ist ja so ein bisschen gleiten. Also es ist wirklich schön so dahinrollen oder sowas. Jetzt ist gerade wieder 70, du könntest es ja mit einem anderen Fahrzeug auch nicht anders machen. Also du kannst ja mit dem anderen auch nicht anders fahren oder sowas. Ja. Also es ist normales Fahren eigentlich. Genau. So, jetzt geht's auf die Autobahn Richtung Dresden. Also Niki, wir sind auf der Autobahn, wir beschleunigen durch. Voll, ja. voll. Nicht rummachen jetzt. Voll, Niki! Ja, ich bin doch voll. Ja, du bist gar nicht voll. Herr Frelle! So, ich habe die 240 geknackt. Was fahren wir jetzt weiter? Du gibst vor einfach, ich fahre hinter dir her. Das Wetter, es regnet leicht mit 170, 180, sowas dahin. Da geht halt schon was, also das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, es ist halt so eine normale Reisegeschwindigkeit. Ne? Wenn du Langstrecke fährst, dann fährst du ja nicht die ganze Zeit 250 oder 230, sondern das ist so eher so 160,
160, 170, da musst du nicht immer so arg abbremsen. Sondern halt, du rollst halt genau so durch, wenn wenig Verkehr ist, wie hier. Also wir verlassen jetzt die Autobahn. Kurzer Check. Was sagt der Verbrauch? Wir haben 57 Kilometer gefahren und Stand jetzt wird angezeigt 13,4 Liter. Ich bin bei 12,6. Okay, 0,8 Unterschied. Jetzt haben wir hier wirklich schlechte Straße. Man hört leichtes Abrollgeräusch der Reifen. So ein kleines, ganz minimales, leichtes Poltern, aber sonst wirklich nichts. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. So, jetzt geht es in die Tankstelle rein, 99,6 Kilometer habe ich auf der Uhr. Ohne zu bremsen fährt er da rein, wow. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Punktlandung. 100 Kilometer? Genau hier beim Reinfahren ist von 99,9 auf 100. Verbrauch? Ich bin bei 11,7. 11,7? Du? Ich bin bei 11,0. Das ist ja über den Verbrauch vom normalen. Was? Ja, ganz knapp, aber. Ja, 10, ich bin drunter. Ja, und? Ja, so fahre ich. Es geht darum, wer so, weniger verbraucht. So fahre ich. Der verbraucht weniger als der da, Niki. Jetzt wirst du aber erst einmal staunen, weil wir füllen jetzt auf. Und da ist ja noch mal ganz ein anderer Wert. Ja. Okay. Trotz der Verbrauchsanzeigen im Bordcomputer tanken die Jungs zur Sicherheit noch mal voll, um zu checken, wie groß die Unterschiede wirklich sind. Jetzt bin ich gespannt. 11,0 Liter, sagt der Porsche. Was sagt die Zapfsäule? 11,6. 10,6. Ja, ich bin 0,2 drüber, du 0,4 über der Anzeige. Kann man ungefähr sagen, ist so? Ja. Läuft. Also mir ist während am Fahren eigentlich schon aufgefallen, wenn ich zurück überlege, vor 15 Jahren, wenn ich so ein Fahrzeug habe, das 600 PS oder 625 PS, so ein Fahrzeug wirklich im Verkehr normal mitzufahren und dann mit 11,7 Liter, das ging nicht. Und jetzt kann man das wirklich locker aus dem Ärmel schütteln. Wir haben einen Stand, 2:2 steht's. So, Niki, die Königsdisziplin naht. Die schnelle Runde steht jetzt um alles. Steht an. Aber was ich auch noch sehe, was hier so rumsteht, unsere drei Kollegen möchten auch mitfahren. Genau. Wir haben den Det, wir haben den Hamid und wir haben den Alex. Ja. Wir haben viertürige Coupés. Ach so, ja, dann macht es ja wieder Sinn. Wir brauchen Mitfahrer, oder? Genau, würde ich ganz ehrlich sagen. Alex gleich im Rennanzug, Det halt wie immer im Sunny Moon-Ding. Komm, Hamid. Okay, ja, jetzt setz ich mal hinten Matthias. Rechts will ich sitzen. Alex, wie schaut's bei dir aus? Ich glaube, also fang ich oder was? Ja, du stehst ja direkt da. So, Hamid, dann setz dich mal rein. Damit unsere Testfahrer nicht ganz allein in ihren viertürigen Coupés sitzen, haben wir für etwas Unterhaltung gesorgt. Schnallen wir die an oder nicht, Niki? Ja, das wäre nicht schlecht. Aber nicht anschnallen wäre noch lustiger. Nein. Dann schnallen wir mal an. So, und der Det da vorne rechts, oder? Ja, Det da vorne. Ja, Deti. Alles klar, Meister? Na, hält oder fällt er? So fährst du jetzt, Niki. Okay. Okay, Det, alles gut. Alles gut, wir können weitermachen. Und bei 200 so. Also, Niki, los, rein in die Karre. Reifen sind. Okay, ja, gut, kannst dann leg ich mal vor. Ich leg dann mal vor. Ne? Soll ich dir den Det noch richtig machen? Kannst vielleicht die Hand. Ne? Der Arme. Alles klar. Ne? Gespannt, ob die nachher noch drin sitzen. Jetzt geht's in die finale Challenge, die schnelle Runde. Für mich das Wichtigste an unserer ganzen Challenge, weil man da am meisten sieht, was die Autos einfach drauf haben. Der Modus ist eigentlich ziemlich einfach. Jeder hat eine Einfahrrunde, dann eine schnelle Runde. Wer als schnellster wieder hier ist, hat gewonnen. Bei der schnellen Runde gibt jeder von uns alles, also da geht es ja nicht irgendwie so um Gaudi. Jeder will auch erfüllen, was kann das Auto wirklich, weil da mal wirklich hinlangen ist ja nicht so möglich auf der Landstraße. Und da kann man dann schon einiges an Erkenntnisse schließen und natürlich halt auch sagen, ja, ich war jetzt schneller oder der andere. Ja, die Reifen sind schon ein bisschen auf Temperatur, nicht einfach seitlich nicken, läuft. Okay, gut.
Wenn es für euch okay ist, dann machen wir auch Stoff. Alles klar, wir holen hier gleich Startziel, alles raus, Feuer und drauf. Und jetzt zählt's. Jetzt ist volle Hütte angesagt, da kommt er. Ist schon fast ein bisschen zu spät. Ich muss mir wirklich vorstellen, 2 Tonnen, 2070 Kilo wiegt das Ganze hier. Aber es lässt sich trotzdem relativ agil fahren, was natürlich wirklich auch eine tolle Sache ist, ist der Allradantrieb. Weil er macht das Ganze dann doch etwas agiler, weil ansonsten hättest du bei der Leistung ja Heckantrieb nur übersteuern. So zieht es aber auch mit dem Allrad das Fahrzeug wirklich besser aus der Kurve raus. Bis jetzt läuft es nicht schlecht, ihr könnt es mir aber ein bisschen anfeuern. Ein bisschen anfeuern wäre nicht schlecht, Jungs. Ihr redet da nichts. Jawohl, jetzt. Hier müssen wir ganz innen bleiben, Jungs. So geht es. .35016 war die Runde. Na, meine Freunde, wie hat's euch gefallen? Also, Alex hat sich schon mal quergelegt. Der Alex ist mal eingeschlafen. Ich habe ein bisschen was erzählt vom Autofahren. Der ist dann eingeschlafen, aber das ist nicht gegangen, sondern schnelle Runde. Es war jetzt so kein großer Fehler dabei. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Es könnte immer noch ein bisschen besser sein. Also Rundenzeit war 1:35.016, was ich nicht weiß, was es wert ist, weil haben keine Vergleichszeiten. Was soll ich da sagen? Ich bin jetzt gespannt, was du auf den Lausitzring zauberst. Ich würde ganz ehrlich sagen, aussteigen, Jungs. Okay, Matthias, ja dann toi toi toi, ne? Mach ein bisschen langsam, den Jungs wird es ja leicht schlecht. Ne? 1:35.016, ja? Ja, genau. Gut. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin jetzt wirklich aufgeregt. Es ist im Prinzip ein Kirmesrennen, aber es geht darum, dass wir beide persönlich abliefern, der Niki und ich. Und natürlich, dass wir für die Autos das Beste erreichen wollen. Deswegen ist das schon eine volle Konzentrationssache und da muss man alle Sinne beisammen haben. Und gegen Niki muss ich alles auspacken, weil er ist verdammt nochmal ein schneller Hund und wir wollen schneller sein. Es steht unentschieden, wer das Rennen gewinnt. Gewinnt gesamt. Und gib alles, Baby. Gib alles. Ich brauche deine volle Power. Die Zeit läuft. Perfekt getroffen. Leichter Slide. Kurz das Gas drauf beschleunigen. PSM arbeitet perfekt, das ist unglaublich. Lässt so leichten Schlupf zu, aber halt auch nicht zu viel. Komm, Baby, komm, komm. Jawohl, so wollen wir das. Und schön Bogen reinfahren. Junge! Gib's mir, Baby. Yes, come on! Come on, Baby! Das muss es sein! Das muss es sein! Er hat es natürlich schon gesehen. Ich liebe dein Gesicht, Niki. Yes. Er hat es natürlich schon gesehen. Ja. Es hat gereicht. Genau. 14. Und damit steht fest, wer hat die Nummer gewonnen?
Der Matthias, wer hat die Nummer gewonnen? Der Matthias hat gewonnen mit dem Porsche Panamera und den drei Kasperen drin. Mit denen kannst du gleich noch eine Runde fahren. Ich will jetzt gar nicht mal groß irgendwie weiterreden. Schönen Feierabend, Niki. Bis nächsten Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Servus. Yeah.